Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enderdorn zu einem neuen Adventskalender-Türchen vom Zwergenfürst. Ich bin hier direkt vor der St. Sebastians Kathedrale in Magdeburg. Ja, Weihnachten hat ja natürlich auch ein bisschen was mit Kirche zu tun für einige und für die manche ist das ein fester Bestandteil in der Weihnachtszeit. Grüß dich, Benjamin. Klaus. Hi, was machst denn du hier? Ich mache ein kleines Adventskalendertürchen für meinen YouTube-Adventskalender 2017. Ah, und da gehört die Kirche natürlich mit dazu? Da gehört sie selbstverständlich mit dazu zum Advent und zur Weihnachtszeit. Okay. Und da wollte ich jetzt mal reingehen und ein paar Weihnachtsmotive zeigen. Vielleicht kommst du mit und vielleicht hast du da auch was zu sagen. Okay. Na, dann lass uns mal schauen, ob wir in der Kirche schon was sehen, schon was aufgebaut ist. Lass uns mal hineingehen. Du Klaus, aber so weihnachtlich sieht das ja jetzt noch nicht ganz aus, würde ich sagen. Naja, wir haben ja auch noch nicht Weihnachten, wir stehen im Advent. Weihnachten fängt ja erst am 25. Dezember an und dann ist die Kirche auch weihnachtlich geschmückt. Weißt du, so wie du es vom Weihnachtsmarkt kennst mit Tannenbäumen und Lichterketten, Figuren, die zum Fest gehören. Aha. Aber weißt du, was mir einfällt? Es gibt hier ganz alte und tolle Bilder, die sind das ganze Jahr zu sehen und die erzählen das ganze Jahr sogar von Weihnachten und der Weihnachtsgeschichte. Und ich denke, die schauen wir uns jetzt mal an. Dort drüben im Marienaltar siehst du sie. Wenn du willst, können wir die miteinander jetzt mal anschauen. Ich sag dir ganz kurz mal was zu den vier Bildern, die wir uns jetzt anschauen wollen. Okay. Das erste rechts oben mit dem Engel und der Trompete ist das Bild zum Fest Verkündigung des Herrn. Aha. Der Engel kommt zu Maria und sagt ihr, du wirst Mutter von einem Kind werden und dieses Kind soll Sohn Gottes sein. Das Fest feiern wir 9 Monate vor Weihnachten, also schon am 25. März. Es gehört mit zum Weihnachtsfestkreis. Maria und Josef im Stall, zu ihren Füßen in Marias Mantel gehüllt, das neugeborene Kind. Und die Krippe. Und hinter der Krippe guckt sogar schon einer der Hirten um die Ecke, die als Erste kommen, um das Kind zu begrüßen. Und nicht nur die Hirten kommen zu Besuch, sondern auch Melmagier oder die 3 heiligen Könige. Das sehen wir auf dem Bild unten rechts und wir sehen auch die Geschenke, die sie mitbringen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Geschenke für ein König. Jesus, der Neugeborene, ist ein Königskind. Und ein Fest, das wir am 2. Februar feiern, zeigt die letzte Holztafel oben links. Die Eltern bringen das Jesuskind in den Tempel. 40 Tage nach der Geburt wird Jesus im Tempel Gott vorgestellt und gezeigt. Und im alten Kalender endete damit die Weihnachtszeit. Sie wird also vom 25. Dezember
bis zum 2. Februar gefeiert. Und ein Blick auf jede einzelne der Figuren, die hier stehen, auch auf Ochs und Esel und die Hirten, die mit dabei sind, den können wir jetzt gleich im Roncalli-Haus werfen. Da habe ich eine kleine Krippe mitgebracht und da ist es auch etwas wärmer als hier. Da lässt sich, glaube ich, besser erzählen. Brech mal auf. Brech mal auf. Sehr schön. Ja, und genau gegenüber von der Kathedrale sind wir am Roncalli-Haus. Ja. Gehen wir da mal rein. In der Kapelle oben ist es schön warm. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto. Buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en tu oración. Und alle haben gesagt, sie glauben an die Liebe. Ja. Der eine glaubt an Buddha, der andere glaubt an Gott. Aber alle glauben an das eine, nämlich an die Liebe und Sein und das, was da gibt, was man trägt, was, ja, was trägt, wo alle anderen Dinge, die ich selber mache, die ich mir selber schaffe, ja, leiste, wenn die versagen, was trägt mich dann weiter? Dann trägt mich weiter, dass es Menschen gibt, die mir Halt geben, die mich lieben. Christen würden sagen, dass es einen Gott gibt, der mich selbst dann trägt, wenn alle anderen Menschen mich verlassen haben. Und dieses unbedingte Ja, diese Liebe Gottes zu den Menschen, wird Mensch in Jesus Christus auf Weihnachten. Das ist das, was wir feiern. Deswegen Ja für alle die, die man auf dem Weihnachtsmarkt befragt. Weihnachten ist das Fest der Liebe, auch für uns, die wir das in der Kirche feiern. Ja, Weihnachten ist das Fest der Familie. Wir sehen hier die Familie Josef. Schauen wir uns die Figuren nochmal einzeln an, die hier stehen. Der Engel begegnet uns überall in der Weihnachtszeit. Überall flattern die Engel rum. Da, wo Engel auftauchen. Ein sehr gutes Symbol. Das heißt, kann sich auch jeder. Ja, sieht jeder drin. Kann sich, ich glaube, die meisten von euch haben, wenn auch nicht ihr selber, aber dann zumindest bei euch zu Hause, spätestens da, wo ihr Oma oder Opa aufsucht, findet ihr die Engel in den Wohnungen stehen. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass jemand... Wenn ich in der Krippe dann irgendwie als Fensterschmuck, irgendwie als... Ganz genau. Diane oder sowas irgendwie an. Ganz genau. Das bestimmt nicht, aber... Ganz genau. Oder als Kerzenhalter für eine Deko- oder Tischkerze. Warum stellen sich Leute Engel auf? Weil sie vielleicht gerade in dieser Zeit etwas davon spüren wollen, was ihren Alltag, gerade in den Wintermonaten, wo es grau und trüb ist, durchbricht, wo etwas mehr Licht in den Alltag, ins Leben einbrechen soll, wo etwas mehr Himmel anbrechen soll unter den Menschen. Da, wo Engel auftauchen, erzählen sie etwas vom Himmel.
Christen würden sagen, erzählen Sie etwas von Gott. Und wenn der Engel an der Krippe steht, erzählt er davon, dieses Kind, das da neu geboren ist, kommt von Gott selbst. Dieses Kind hat seine Heimat im Himmel. Dieses Kind ist geboren worden, wie jeder von uns, von einer Mutter. Die Mutter ist Maria. Dafür steht Maria an der Krippe, um zu sagen, dieses Kind ist nicht nur ganz Gott, das sagt der Engel, sondern ist ganz Mensch, du hast es gesagt, ist ganz ein Menschenkind geworden. Und das verbindet ihn mit jedem von uns. Er ist nicht weniger Mensch, als jeder von uns ist. Dafür steht Maria an der Krippe, die von... Die Familie insgesamt, ja. Josef auch noch und der... Na, der Josef, der Josef erzählt... Heilige Familie. Der Josef erzählt von dem, was du eben gesagt hast, ist ein königliches Kind. Der Josef kommt aus einer alten Königsfamilie, aus einem alten Königsgeschlecht. Und wenn er an der Krippe steht, sagt er, dass dieser Jesus, der in seiner Familie aufwächst, in dem Stammbaum dieser Königsfamilie mit aufwächst, ein Nachfahre eines großen Königs ist. Da war der Kreis noch wieder geschlossen, da wäre dann genau. Ja, da haben wir also... Das Dreieck, also den Kreislauf, den... Das Dreieck zu dem Jesus, Maria, Christus, Kind, das offene Dreieck noch offen zu den Zuschauern, der jeder sich dort in der Familie wiederfinden kann. Jeder hat eine Familie und jeder kann sich dort reinfinden. Die Könige, ein König mit schwarzer Hautfarbe, als ein König mit weißer Hautfarbe und einer, der so ein bisschen gelblicher daherkommt, daherschaut. Es sind die Hautfarben der drei bekannten Kontinente dieser Zeit. Afrika, genau, Afrika, Europa und Asien. Andere Kontinente kannte man zur Zeitenwende vor 2000 Jahren noch nicht. Und die Könige erzählen davon, dieses Kind, was geboren wurde, was selber auch Königskind ist, ist für die ganze Welt geboren worden. Die Menschen aus der ganzen Welt, aus Afrika, Europa und Asien, heute würde man sagen, genau, aus Amerika und Australien kommen zu dem Kind und sagen, du bist unser Erlöser, du bist Heiland für uns selbst. Sind auch bei dem Kind und sind direkt auch in der Krippe vertreten. Richtig, sie kommen dorthin, sie knien sich nieder, sie machen sich als Könige ganz klein und sagen, du willst König für uns sein. Und die Hirten letztlich, die kommen, genau das Gegenstück zum König, die Verstoßenen, die Armen, die am Rande der Gesellschaft sind, denen sagen... Denen es nicht so königlich geht, denen es nicht so fürstlich passiert. Genau, sie sagen, du bist für die Kleinen gekommen. Für die Kleinen, für die Schwachen, für die, die am Rand stehen, für die Verlierer, für die Loser. Nicht nur die berühmten, großen und reichen Könige, es ist... Willkommen an der Krippe, sondern auch für die Armen und für die ganz genau. Nicht ganz so ganz willkommen genau. Geheißenen in der Gesellschaft. Ganz genau. Und du hast es eben gefragt, Benjamin, erzählen nicht sogar auch Ochs und Esel davon? Auch Ochs und Esel erzählen ihre Geschichte. Ja. Es waren die Lasttiere... In der Verknüpfung zum letzten Jahr zu bringen. Die Lasttiere der damaligen Zeit, die Tiere, die Reittiere des kleinen Mannes, die Tiere, die den Kornsack und den Schlauch mit Wein und Wasser getragen haben oder die unter dem Joch gegangen sind. Die Tiere sind willkommen an der Krippe. Für die ganze Schöpfung ist Gott Mensch geworden. Kann man auch sagen, mein Haustier, mein Hündchen ist auch an der Krippe willkommen und kann sich in dem Esel und in dem Ochsen wiederfinden und ist auch... Ja, aber mehr noch. Also der Ochse, der das Joch trägt, mit dem er den Wagen zieht, erzählt von Jesus, ich bin der, der eure Lasten trägt. Ich bin der, der euch da trägt und zieht, wo ihr nicht mehr könnt. Und genauso der Esel, der als Last und Reittier mitgeht. So erzählt also jeder an der Krippe davon, was Jesus sein will, als was Jesus geboren wurde. Und ja, bietet mir meinen Platz an, dass ich mich als kleine Figur mit einreihen darf und mich auch beschenken lassen darf. Dann darfst du dich dann jetzt in einer dieser Figuren wiederfinden und darf jeder sich aussuchen und sich selbst identifizieren.
kann dann sagen, für mich ist das Jesuskind mein Stellvertreter. Oder für dich ist der Hirte ein Stellvertreter in der Krippe. Oder ja, oder ich stehe für mich selbst. Also bei uns zu Hause bastelt jeder in unserer Familie eine kleine Figur. Manchmal kleben wir ein Foto von uns damit drauf und stellen uns dann Weihnachten mit den anderen Figuren mit in den Kreis.